Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stardew Valley Infovideo. Heute wollen wir uns mal mit den verschiedenen Farm Maps beschäftigen, die es seit der Version 1.1 in Stardew Valley gibt. Dazu gehen wir einen ganz kurzen Moment auf Neu und sehen hier auch schon die Auswahlmöglichkeiten. Wir haben die Standard Map, also den Standardhof, der wurde mit Stardew Valley 1.0 eingeführt und mit 1.1 kamen dann der Flussbetthof, der Waldhof, der Bergspitzenhof und der Wildnishof dazu. Hier steht auch immer schon eine kleine Erläuterung, was denn da ist. Zum Beispiel beim Wildnishof, in der Nacht kommen die Monster, oder allerdings bietet ein Mineralvorkommen Möglichkeiten zum Bergbau. Doch was genau das ist, das möchte ich euch mal im Einzelnen zeigen. Ein paar davon habe ich auch schon in bespielter Form da, hier auf diesem Computer. Und da möchte ich euch natürlich dann auch das Work in Progress zeigen. Hier sind wir auch gleich schon beim Standardhof angekommen. Der Standardhof bietet uns, wir werden einmal ganz kurz auf unser Pferd aufsteigen. Der Standardhof bietet uns sehr, sehr viel Platz, um zu farmen. Ihr seht, es gibt kaum Flächen, die irgendwie blockiert sind. Wir haben sehr viel Farmfläche. Ihr seht das auch schon, ich habe das alles sehr effizient hier durchgeplant mit der Unimo-Huts und spiele das auch schon. Das ist mein erster Spielstand sozusagen gewesen. Ihr habt sehr viel Platz zum Farmen oder um euch Tiere zu holen. Wie ihr seht, habt ihr hier unten in der Mitte des Hofes oder eigentlich schon am südlichen Ende einen kleinen Teich, um euch Wasser zu holen. Gerade am Anfang des Spiels ist das natürlich sehr wichtig. Und hier oben nochmal einen kleineren Teich. Aber das sind eigentlich auch schon die einzigen Sachen zusammen mit dieser Grünfläche hier oben, die euch wirklich Farm Space wegnehmen. Damit sind wir auch schon am Flussbetthof angekommen. Der Flussbetthof, wie ihr das gleich sehen werdet, befindet sich auf einer Vielzahl von kleineren Inseln, die wir alle durch so kleine Stege verbunden haben. Der Flussbetthof ist tatsächlich sehr für das Fischen ausgelegt und weniger für das Farming. Natürlich gibt es hier auch Farmfläche, aber diese ist natürlich durch die Flüsse begrenzt. Hier seht ihr jetzt mal, wie groß ungefähr die größte zusammenhängende Farmfläche wäre. Diese Fläche ist natürlich hier weiter oben, haben wir noch etwas mehr Platz, aber das ist meiner Meinung nach die größte zusammenhängende Fläche, wenn man hier diesen Bogen nach da hinten nicht mitberechnet. Das Hauptaugenmerk liegt bei dieser Farm aber natürlich auf dem Angeln. Und das kann man hier sehr gut, denn Wasser gibt es überall. Und ihr solltet eure Angel immer bereit haben, um eure Gelder noch ein wenig aufzufrischen. Dabei sei gesagt, dass ihr hier dieselben Fische fangt, wie ihr in der Stadt fangen könnt. Das heißt, das sind einfach nur die Flussfische. Als letzter Punkt sei hier noch gesagt, dass ich diese Farm auch aufgrund ihrer Logik nicht wirklich mag, denn ringsrum ist Wasser. Das heißt, wir sehen, hier geht das Wasser weiter, da drüben sogar sehr tiefes Wasser, die dunkle Stelle. Aber sobald wir hier rüber gehen, ist alles Land. Das finde ich doch ein wenig schade. Da hätten sie auch an den anderen Maps wenigstens ein bisschen mehr Wasser-Feeling anbauen können. Aber vielleicht kommt es ja noch in der nächsten Update-Welle. So, da wären wir auch auf der nächsten Farm. Das ist die Waldfarm oder der Waldhof. Im Deutschen heißt es ja immer Hof. Hier seht ihr schon, dass unsere Farmfläche durch diesen grünen Rasen verkleinert wird. Auf dieser Fläche können wir nichts anbauen. Wir können dort aber allerlei Gebäude hinstellen oder auch unsere ganzen Maschinen können dort abgestellt werden. Die Farm selbst hat drei kleine Teiche hier. Wir haben hier einen kleinen Teich, wir haben hier einen etwas größeren Teich und hier einen ziemlich großen Teich. Zusätzlich dazu haben wir auf der linken Seite noch so Flächen, die wir nicht nutzen können, also die maximal nutzbare Fläche ist eigentlich nur bis hierher. Der Waldhof hat nicht nur sehr viel Holz am Anfang, ich habe hier schon ein wenig rausgenommen, sondern er hat auch auf diesen Flächen die Möglichkeit, jeden Tag Sammelobjekte zu spawnen, wie hier unser wilder Meerrettich oder unser Lauch oder unser Löwenzahn. Zusätzlich dazu spawnen jeden Tag hier vier und auch hier unten vier solcher Baumstümpfe, die uns jeweils Hartholz geben. Und zwar zwei Stück, das sind jeden Tag also 16 Hartholz. Die werden uns später sehr nützlich sein.
Eine weitere Besonderheit dieser Farm und ein schneller Weg, sich sein Sammellevel weiter hochzutreiben, ist, dass wir hier diese Büsche haben, die wir sonst überall über die Map finden, die Salmon Berries im Frühjahr und im Herbst, also die Lachsbeere heißt sie im Deutschen, okay. Eigentlich ist es die Salmon Berry eine Prachthimbeere, so viel zur Übersetzung dieses Spiels, dass sie diese tragen und im Herbst dann die Brombeeren. Auch noch eine Besonderheit ist, dass diese Kräuter, diese Wildkräuter, die hier wachsen, auf dieser Farm alleine eine Chance haben, als gemischte Saat zu spawnen und nicht nur als Fasern. Ihr seht schon, es ist ein relativ hoher Prozentsatz, den ich jetzt bekommen habe. Mehr als die Hälfte jetzt. Ich habe schon einige gemischte Saaten weggeschmissen. So oft bekommt man die da nicht. Eine günstige Möglichkeit, an verschiedenste Feldfrüchte zu kommen. Wir sind auf dem Bergspitzenhof angelangt. Dieser Hof besteht, wie der Name schon sagt, aus Bergspitzen. Das heißt, ihr habt hier viele Ebenen, die uns hier nach unten bringen. Wir haben hier so einen kleinen Flusslauf. Wir haben da hinten noch so ein bisschen Farmable Land, wo es dann zu dem Schrein des Großvaters geht. Auch hier im Flusslauf könnt ihr Fische fangen. Ihr habt hier so eine kleine Erhebung, die, finde ich, immer sich super macht, um Tiere zu halten, wenn man da hinten einen Stall hinbaut. Und oben und unten natürlich irgendwie noch Zäune. Ihr habt hier unten noch Farming Land, wieder mehr vom Fluss. Und wir haben hier eine ganz spezielle Farm-Ebene für Rohstoffe. Dabei ist hier zu beachten, dass die Steine zum Beispiel, die hier spawnen, jedes Mal Erfahrungspunkte geben. Wir bekommen 3 Erfahrung und dass hier auch Rohstoffe spawnen können. Wir haben hier anscheinend auch eine erhöhte Chance auf Artefakt-Spots zu treffen. Da haben wir zum Beispiel das erste Artefakt, die Hühnerstatue. Und wie gesagt, wir haben hier Rohstoffe, wie hier gerade unser Kupfererz. Wir haben auch die Möglichkeit, dass hier Geoden spawnen, so wie in unserer Minenfläche, die wir später hinten am Berg freischalten können. Und genauso wie dort ist es auch hier so, dass die Arten der spawnenden Materialien damit zusammenhängen, wie weit wir schon in der Mine nach unten sind. Das heißt, wenn wir die letzte Ebene erreicht haben, kann hier dann auch Gold und vorher natürlich auch Eisen und auch in geringen Mengen Iridium spawnen. Ansonsten ist die Farmfläche natürlich etwas kleiner ausgelegt, weil wir eben diese Minenfläche haben, ist diese Karte eher für Leute, die sehr viel auf Rohstoffjagd gehen wollen und sich vielleicht nicht so weit bewegen. Der einfachste Trick ist, hier immer alle Steine kaputt zu hauen, die so täglich auftauchen. Und dann stapeln sich die anderen Rohstoffe oder man lässt einfach die ganze Sache hier für 1 bis 2 Monate auf sich beruhen und guckt erst dann wieder nach, dann sollte auch die ganze Ebene hier voll sein. Kommen wir nun noch zum letzten Hof, den es gibt. Das ist der Wildnishof. Meiner Meinung nach der unspektakulärste Hof. Ich habe ihn mal ausprobiert. Das ist auch der Spielstand, den ich immer im Stream spiele. Ihr seht, wir haben viel freie Fläche. Diese ist aber leider durch solche Klippen wie hier und auch auf der anderen Seite etwas eingeschränkt. Wir haben einen Riesenteich hier in der Mitte. Auch hier werden wir ein bisschen eingeschränkt in unserem Farmplatz. Und wir haben hier unten noch einen großen Teich, der sich wirklich bis an das Ende der Karte zieht. Dadurch, wie gesagt, weniger Farmplatz, aber das ist gar nicht so schlimm, da er im Vergleich zu zum Beispiel der Fischfarm, also dem Flussbetthof und dem Waldhof, doch mehr Farmfläche erreicht. Das Besondere an diesem Hof ist, dass hier nachts Monster spawnen. Und damit wir uns das mal ansehen können, warten wir mal ganz kurz auf die Nacht. So, es ist jetzt 21 Uhr und ihr seht schon, da unten kommt das erste Monster. Das sind jetzt relativ starke Monster sogar schon. Diese Monster werden immer bei Einbruch der Dunkelheit auftauchen. Und wie viele Monster und wie stark diese sind, das hängt immer von eurem Level ab. Da seht ihr auch gerade diese hier, diese netten Monster.
Das sind exklusive Monster. Ich habe mein Level zu hoch natürlich. Schon kommen so viele. Das sind exklusive Monster gewesen, die es nur auf dieser Farm gibt. Die sogenannten Golems der Wildnis. Diese haben eine geringe Chance, Diamanten zu droppen mit 0,1%. Und wenn ihr den Boden der Mine erreicht habt, dann erhöht sich die Chance auf 0,4% und auch die Chance für eine prismatische Scherbe erhöht sich um 0,4%. Wenn euch die Monster zu sehr auf die Nerven gehen, könnt ihr diese auch im Endgame dann, wenn ihr die entsprechende Questreihe erledigt habt, hier bei der Hütte der Hexe verschließen. Das heißt, ihr könnt ein magisches Siegel des Schutzes herstellen, sodass keine Monster bei Nacht auf den Hof kommen. Ihr müsst dazu ein komisches Brötchen als Opfergabe darbieten, wenn ihr das habt. Die könnt ihr euch auch selber kochen. Dann seht ihr Rauchwölkchen und es werden keine Monster mehr angreifen. Das führt uns allerdings zu der Frage, da wir nämlich das Ganze auch andersrum machen können, wir können das alte magische Siegel aufheben, warum sollte man denn die Wildnisfarm spielen? Denn wenn ihr die Monster wollt, könnt ihr es auch auf jeder anderen Farm haben. Die Sache ist einfach die, am Anfang des Spiels habt ihr gerade abends etwas Schwierigkeiten, die Monster fernzuhalten und das gibt nochmal so einen zusätzlichen Kick. Ansonsten muss ich sagen, würde ich eher zu einer der anderen Farmen raten. So, das war's auch für heute mit den verschiedenen Hoftypen. Ich hoffe, ihr habt noch ein wenig was Neues dazugelernt. Wenn ihr Fragen oder Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie in die Kommentare. Über ein Like oder ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Jetzt muss ich auch mal ein wenig betteln. Und schreibt vor allen Dingen, was ihr denn gerne als weitere Videos sehen wollt, ob ihr das überhaupt sehen wollt und was euch denn besonders interessieren würde. Ich werde versuchen, ein Video pro Woche rauszubringen. Vielleicht schaffe ich es auch mal auf zwei Videos dazu kommen. Schreibt also genau, was ihr wollt. Bis dahin und tschö tschö.